den 22. Oktober. Und den 20. Tag meiner Reise, 20 Tage schon, fahren wir hier rum. Hier waren wir bei Philipp. Das hat 27 Euro gekostet und ohne Frühstück. Und dann habe ich aber gedacht, ach, ist ja doch noch früh. Und dann können wir sowieso nichts sehen. Dann lass mal lieber nochmal frühstücken. Das hat auch 5 Euro gekostet. War dann gut. Mein Kaffee war dabei. Irgendwas zu essen. Satellit gefunden. Und jetzt los, erstmal nach Köln. Hier fahren wir hier links nach Köln raus. Einfach mal so. Hier ist eine Produktionsstätte oder den Wagen. Eine Fahrtrunde noch und da sind 675 Kilometer noch zu fahren und die zweite ist noch auch etwa 10 Stunden und müssen jetzt also noch zweimal übernachten. Ich werde das mal so jetzt ruhig angehen, da keine Hass anlegen. Wir können uns alles angucken. Warum auch nicht im Dunkeln losfahren. Gestern Abend haben wir da noch in der Kneipe gesessen und Bier getrunken. Das war auch ganz interessant. Da war noch so der Staffi war da. Staffi ist ein Sänger oder auch Pizzabäcker. Macht er auch noch. So ein Allround-Künstler. Und dann nochmal vielen Dank an den Staffi, dass er mir die Rechte dafür gegeben hat, eins von seinen Liedern zu benutzen für die Fahrt hier. Das werde ich einspielen. Und zwar die Ankunft zu dem Hotel. Da werde ich sein Lied benutzen, so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Und da muss ich mich nochmal bedanken bei dem Staffi. Ja, das, wir haben hier wirkliche Mehrsprachigkeit, muss man so sagen. Das sind Franzosen, aber die meisten sind irgendwie Elsässer. So, die auch Deutsch können. Kein Englisch. Oder nicht so gut, jedenfalls.
hätte das noch ein bisschen besser vorbereiten sollen, aber dann hätte ich auch noch, weiß nicht, was ich alles, hätte ich noch Italienisch lernen müssen, noch vorher extra. Ich fahre so los hier und auf Reisen mit meinem Englisch. Und das geht ganz gut, noch ein bisschen Deutsch noch hier. Und auf Französisch kann ich auch Amore und sowas, kann ich alles sagen, das reicht dann ja auch. Und un, deux, trois. Na? Das machen wir, das muss ausreichen. So, weiter. Haben wir wohl nicht mehr allzu viele Steigerungen zu bewältigen, so wie in Italien. Monaco war auch viel, Monte Carlo. Sehr starke Steigerung. Das sind echt so eine Bergbewohner da. Die beneide ich nicht. Also die Monaco-Leute da. Alles komplett an Berg hinzwängen. Da waren wir auch längst gefahren. Dann lieber ein Stück Flachland. Leute, das ist alles funktioniert alles.
gegessen und auch vor allen Dingen zwei Kaffee bestellt.